Der 12. Spieltag beschert uns das erste Aufeinandertreffen von Eintracht Trier und dem Spiel- und Gesangsverein Freiberg. Wir wünschen viel Spaß jetzt bei den Highlights von SVE TV. Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Ja, aber du hast schon am Anfang angesprochen, der Platz, der ist tief, es ist feucht. Da wirst du wahrscheinlich gerade beim Ersatztorhüter öfters mal den Abschluss vielleicht auch mal aus der zweiten Reihe suchen. Und ein Mann, den wir da in der Aufstellung haben, der immer dafür gut ist, das ist Dominik Kintscher. Und jetzt sehen wir aber erstmal die Mannschaften. Sie betreten den Rasen. Und werden angeführt vom Schiedsrichter gespannt. Und da haben wir ihn, die 18, Dominik Kintscher. Also könnte heute dann eine Partie für ihn werden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und jetzt ist es wieder Hofrat, der sich den Eckball zurechtlegt. Diesmal eine andere Eckballvariante. Gucken wir mal. Kommt ein bisschen flacher. Oh, und wieder gefährlich. Ja, ist jetzt ein 5 gegen 3. Jetzt wird ein 5 gegen 5 draus. Also immer noch ein faires Verhältnis. Ja, Rot, der ist ja auch direkt nach hinten geeilt. Und dann kommt der Fernschuss. Gefährliches Ding. Den hat er so ein bisschen angelupft. Ja, ist da aber auch ein ordentlicher Schubser. Aber Schiedsrichter sagt, das geht noch in Ordnung. Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Ja, gut ausgespielt. Und da stehen sie verkehrt, da stehen sie falsch. Ball abgelenkt. So, Wiesczolek. Langer Ball. In der Mitte Reisig gegen Kintscher. Keiner kommt ran, er geht nochmal weiter durch. Jetzt Rot. Leitet weiter auf König. Ah, und der macht das gut und zieht jetzt in den 16er ein. Ah, sein Schuss zu schlapp. Ich glaube, den hat er auch nicht richtig getroffen. Ja. Aber passt für mich zur Ausrichtung des Schiedsrichters und einmal tief durchatmen, denn dieser Ball geht an den Außenpfosten und da war eigentlich genau das, was du eben hier noch erwähnt hattest, mal so ein Schuss flach aus der zweiten Reihe. Ja, und ich sag mal so, Deno kann da auch nur hinterher gucken, der war ja auf dem falschen Fuß erwischt. Auf jeden Fall. Ja, alle Freiberger übrigens gerade im 16er versammelt, also die geben da keinen Raum frei. Er macht es flach. Auf König, Ball abgefälscht. Nochmal in die Mitte und irgendwie ist das Ding da drin. Und damit führt die Eintracht hier mit 1:0 und das war ein bisschen crazy. Ja, scheißegal. Ich glaube, es war Brandscheid, ich bin mir aber nicht sicher. Also gefühlt war es Brandscheid, der zuletzt am Ball war. Scheißegal. 1:0 für unsere Eintracht. Ja, wir schauen da nochmal. Da prallt der Ball zunächst ab, wird geblockt. Und dann, ja, ich glaube, es war, glaube ich, ein Eigentor. Nee. Aber ich kann es ja nicht. Ich glaube, es war Rot. Okay. Ja. Ja, also der Stadionsprecher gibt hier auch Jan Brandscheid durch, aber bin mir da tatsächlich unsicher. Ja, ich hab's ihm, also er hat die Info von mir. Ich habe auch zuerst gedacht, es wäre Brandscheid, aber es war dann doch wohl Rot. Brandscheid gewesen, es war ein Eigentor durch den Freiberger Spieler mit der Nummer 71, Ruben Reisig. Also jetzt nochmal die Korrektur und da gibt's nochmal Klatschen hinterher. Wird hier durchgesagt über die Außenboxen. Ruben Reisig, der Torschütze zum 1:0. Allerdings falscher Kasten gegen seinen eigenen Torhüter Theo Saubert. Über Sven König. 3 gegen 2. Sven König macht jetzt richtig Dampf hier auf der Seite. Macht viele, viele Meter. Ist jetzt im 16er. Wird jetzt aber abgedrängt von Kudielka. Heinz ist jetzt noch da, aber
ist das Tempo jetzt natürlich raus aus der Situation immer noch. Ja, aber ist König. König, ja, der setzt sich ja gut durch. Jetzt hat er Kevin Heinz mitgenommen und da steht dann Kinscher und es gibt Abstoß, weil sein Schuss hier, ja, verstolpert wird. Den er auch überhaupt nicht gut trifft, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Aber hast du wieder gesehen, was ein Sven König den Ball halten kann? Und das kann ich verstehen, weil meines Erachtens klares Foul an Yannick Debra. Ja. Da ist ein Fuß stehen geblieben. Achtung, da kommt der Ball scharf in die Mitte und Barini mit der Riesengelegenheit und wird dann wahrscheinlich von Sven König gestört und dann tricht er den über die Querlatte. Ja, also der hatte eine Rückenlage, könnte als Akrobat im Zirkus Krone auftreten. Gucken wir nochmal drauf. Also da sehen wir, ja, zu weit nach hinten. Freiberg immer noch im Ballbesitz. Spang jetzt mit einer guten Körperbewegung. Macht da viel Raum frei mit der Bewegung. Und Heinz geht jetzt ab auf links. Immer noch Heinz, gibt jetzt weiter zu König. Der kann jetzt in den 16er gehen. Am Gegenspieler vorbei gegen den Torhüter. Dicke Gelegenheit. König, der dann nur noch Theo Saubert vor sich hatte. Ja, ich glaube, es war dann aber Adrian Kudelka, der nochmal zur Grätsche ansetzt und dann im entscheidenden Moment den Fuß dazwischen kriegt. Und dann gibt es den zweiten Eckball für den SVE. Guck mal, da siehst du die vier, die rauscht nochmal wirklich im letzten Moment dazwischen. Anwurf jetzt ausgeführt zu Kinscher. Kommt zum Abschluss, aber der geht dann noch einige Meter über die Querlatte drüber. Trotzdem schöne Offensivaktion. Auch schön, dass er es hier direkt probiert. Kinscher und König gehen jetzt zur Eckfahne. Kurz ausgeführt auf Kinscher, der geht jetzt Grundlinie, jetzt ist er am 16er in die Mitte. Saubert ist dran und klärt zur nächsten Ecke. Damit gleichen wir in der Eckballstatistik aus. Der Kopfball von Maurer landet aber bei den Gästen. Gut von Roth. Zurückerobert. Schöner Ball auf Brandscheid. Ja. Also für mich sah es so aus, als hätte er den ganz klar berührt. Ja, aber ich glaube zuerst am Ball halt, Ali, ne? Gerade jetzt. Ja, jetzt wird der Ball ins Aus gespielt. Medizinische Abteilung steht da bereits. Und wir schauen nochmal auf diese Situation in Ruhe. Also ein toller Pass, kein Abseits. Ja, und da kommt er zuerst an den Ball. Und klar trifft er da auch Brandscheid, aber kann die Entscheidung da von Waldinger verstehen. Ja, jetzt, wo ich es nochmal sehe, gebe ich dir recht. Boah, Missverständnis da. Doppeltes Missverständnis. Ja doch, vor wenigen Sekunden gab es ja noch eine gelbe Karte. Also ja, aber es gab jetzt schon so ein paar Sachen. Ja, das sind ja die Situationen, bei denen du eben noch gesagt hast, findest du nicht so schlimm. Ich ärgere mich jetzt schon über die. Ja, das gerade ja. Die Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ne? Und ich sage gar nicht, dass das einseitig ist. Oh, dicker Fehlpass da von Christopher Spang. Guter Ball da und boah, verstolpert er das Ding. Und Deno aber gut, auch mit einer Riesentat. Ja, gut, dass da Deno rauskam und sich ganz, ganz lang und breit gemacht hat. Also, massiver Fehlpass und dann entsteht die Gelegenheit hier durch einen langen Ball auf Sökler. Eben hast du noch gesagt, er war kein Faktor. Ja. In der Aktion war er der Größte, aber er setzt das Ding hier halt nicht, weil der Mann in grün im Kasten der Eintracht. Ja, wir müssen, ich finde, uns fehlt in den letzten 10 Minuten so ein bisschen die Passschärfe. Wir kriegen zu wenig Bälle ordentlich und genau an den Mann. Das war jetzt gerade auch wieder so eine Situation. Das krankt gerade so ein bisschen in unserem Spiel. Ja, ja, und wie du gerade sehen kannst, das motiviert natürlich hier die Freiberger. Die merken, hier geht noch was. Boah. Auch hier, völlig ohne Not, schenken wir da den Ball einfach so her. Ja, und wir gut, dass er da die Rübe noch hinbekommt. Simon Maurer, ich glaube, er war es, der den Ball hier übers Tor lenkt. Im Abwehrverbund. Eigentlich müsste er doch jetzt mal die Nachspielzeit anzeigen. Und er zeigt 3 Minuten. 3 Minuten Nachspielzeit.
Also noch 3 Minuten zu überstehen im Trierer Moselstadion. Jetzt der Freistoß von Hofrath, der kommt hoch rein. Viel Verkehr, Torwart kommt aber ran. Beide Fäuste von Deno, fäustet den raus. Zweiter Ball landet aber bei Freiberg. Hofrath nochmal mit dem Ball nach vorne. Eintracht kriegt den Ball noch nicht aus der Gefahrenzone. Da kommt der Schuss und da ist das 1:1. Was für ein Kullertor. Und da schreien sie sich gegenseitig an. Kaluanga und Garnier, der hier ausrastet. Und gleichzeitig natürlich riesiger Jubel in der Gästefraktion. Da ist die ganze Bank aufgestanden. Oh wei, da ist Wimmer, da ist Wimmer! Nein! Riesengelegenheit, um hier wieder den Titel der Last-Minute-Mannschaft unter Beweis zu stellen. Und dann setzt er dieses Ding nicht, gibt aber nochmal den Eckball. Mauri, wenn ich gerade in die Gesichter schaue, auch in deins, dann sehe ich da, glaube ich, sehr viel Wut und Enttäuschung. Also das Ganze fühlt sich dann so wahrscheinlich nicht an wie ein gewonnener Punkt, sondern eher wie vergebene 2 Punkte. Ja, also wenn du kurz vor Schluss so ein Ding noch kassierst, ja, ist unheimlich bitter. Aber wir haben es gerade im Kreis nochmal gesagt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir 5 Spiele nicht verloren haben. Und ich glaube, in dieser Liga sollten wir gucken, dass wir überall Punkte mitnehmen. Jetzt haben wir heute wieder einen mitgeholt. Ja, aber nichtsdestotrotz, kurz vor Schluss ist es einfach so, dass es dann die 3 Punkte noch aus der Hand zu geben. Das glaube ich vor allen Dingen, weil es das bekannte 6-Punkte-Spiel war. Spiel unter Tabellennachbarn. Es war ein Kampfspiel, es war manchmal am Rande der Legalität, aber die Eintracht-Mannschaft hat den Kampf gut aufgenommen, hat auch hinten wieder sicher gestanden und trotzdem hatte man so das Gefühl, vorne nicht ganz durchschlagskräftig. Ja, wir hatten 2-3 Situationen, die wir dann ja, vielleicht nicht gut ausspielen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass Freiberg, glaube ich, die zweite Halbzeit schon richtig gedrückt hat. Und ich glaube, unterm Strich, glaube ich, ist es ein gerechtes Unentschieden, wenn man die Leistungen von beiden Mannschaften betrachtet. Und ja, war ein Abnutzungskampf, 90 Minuten. Und ja, von daher müssen wir jetzt mit dem Punkt leben. Okay, also Mauri, vielen Dank für den Kopf hoch. Und jetzt ab zu den Fans. So, also an jeder Front hier unterwegs. Genau, du warst gerade nochmal bei der Einordnung des Spiels, glaube ich. Ja, genau. Nee, ich glaube, also wir wollten nur unbedingt zu Hause gewinnen, haben uns viel vorgenommen, waren relativ gut im Spiel, aber Freiberg war auch immer wieder gefährlich, das muss man schon sagen. Sind ein bisschen glücklich in Führung gegangen, aber nicht ganz unverdient und haben dann aber im Laufe der zweiten Halbzeit 1-2 Situationen überstehen müssen. Ich denke mal, wenn das Tor nicht in der 90. fällt, dann könnte man ein bisschen einfacher mit dem Spiel leben. So tut es schon noch jetzt gerade richtig weh, aber wir werden das richtig einordnen können. Wissen, wo wir herkommen. Wir wollen jeden Punkt, den es gibt, natürlich mitnehmen. Heute ist nur ein Punkt für uns gewesen. Im ersten Moment etwas enttäuschend, aber ja, werden das Positive mitnehmen und gucken, was wir besser machen können. So kenne ich dich. Aber es ist wahrscheinlich besonders auch deswegen sehr, sehr weh, weil in der letzten Minute noch mal eine richtig dicke Chance rausgesprungen ist. Und da hätte man eigentlich wieder unter Beweis stellen können, dass man das Last-Minute-Team ist. Ja, das ist schon... Ja, ist verrückt, dass wir überhaupt dann nochmal in diese Situation reinkommen. Ich glaube, der Linus wollte das Ding nochmal querlegen. Dann muss er das Ding unter die Latte knallen und dann nehmen wir vielleicht dann doch nochmal 3 Punkte mit. Ja, wie gesagt, es ist gerade noch etwas enttäuschend, aber insgesamt, ich glaube, mit ein bisschen Abstand können wir mit diesem Punkt ganz gut leben. Das denke ich auch, denn wenn man auch die äußeren Bedingungen sich anschaut, also der Rasen nass und etwas tiefer, dann stand ja alles wirklich auf einem ordentlichen Kampfspiel und der Schiedsrichter, der hat, ich glaube, öfter mal nicht nur ein Auge zugedrückt, sondern auch beide. Ja, Schiri hatte eine lockere Linie, bis wir es kapiert haben, hat ein bisschen gedauert. Ansonsten hätten wir schon ein bisschen vorher die Zweikämpfe schärfer führen müssen, das hat Freiberg dann gemacht. Und ich glaube, es gab die einige 50-50 Situationen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gibt der uns mal einen, aber das war halt... eher weniger, nur hat heute nicht am Schiri gelegen. Wir hätten dieses letzte Ding auch noch mal irgendwie verteidigen müssen, mit ein bisschen Glück vielleicht auch noch, dann wäre es okay. Von daher, ja, Kampfspiel, wir haben gekämpft, wir sind gerannt, wir haben alles rausgehauen und haben dann den einen Punkt jetzt mitgenommen.
Absolut, dann werfen wir den Blick noch ganz kurz Richtung Zukunft. Sie sehen jetzt die nächsten Tage aus. Was für Arbeit wartet auf dich mit der Mannschaft? Ja, wir geben den Jungs morgen frei und dann werden wir Montag das Training wieder aufnehmen. Ein bisschen im regenerativen Bereich arbeiten, das Spiel hier aufarbeiten vor allen Dingen. Und dann Dienstag werden wir etwas intensiver trainieren, unser Hauptbelastungstag. Und dann werden wir uns ab Donnerstag aufs Wochenende vorbereiten.